Willkommen zurück zu ARMA Cold War Assault, auch bekannt als Operation Flashpoint Cold War Crisis. Recon, Ihre Aufgabe in diesem geheimen Einsatz auf Kolgujew ist es, die drei Flugabwehrsysteme zu finden und deren genaue Position zu notieren. Der Einsatz beginnt umgehend nach dem Verlassen des Schiffes an der Küste bei, ach, die Maus wieder so schnell, DC-77 hier im Süden, okay. Die drei Schilkas finden und dann ungesehen hier hinkommen und das Boot per Funk rufen. 27. Juni 85. Der Krieg auf Everon neigt sich dem Ende zu. Jetzt ist die günstigste Gelegenheit, Onkel Ivan mal einen Besuch abzustatten. Heute Abend gehe ich mit zwei anderen Soldaten der schwarzen Sondereinheit nach Kolgujew. Dort werden wir nicht viel kämpfen. Sollte der Gegner uns entdecken, sind wir auf uns alleine gestellt, also werde ich Gefechte möglichst meiden. Unsere Aufgabe besteht lediglich im Beobachten der Situation. Wir wissen von wenigstens drei Flugabwehrsystemen, brauchen aber deren genaue Position. Wenn wir vor dem Hauptangriff zurückkehren, müssen wir genau wissen, wo unser Ziel ist. Jetzt haben wir Zeit zur Aufklärung und ein Bericht des Nachrichtendienstes. Die Position befinden, die sich im Süden sind. Okay, zerstören Sie sie nicht, das lohnt sich einfach nicht, dass sie ersetzt werden würden. Kontakt vermeiden. Es gibt einige Stützpunkte, wir sollten dort mit der Suche beginnen. Und wir sollten die Karte natürlich benutzen, klar. Und logischerweise, wenn wir verfolgt werden, können wir nicht abhauen. Nun gut. Ich würde mal vermuten, hier ist eine und die dritte wird sie schon finden. Also gut. Leute. Oh, hold fire. Alpha, this is Swordfish 3. We're showing a contact heading for your position. Looks like a tank. Ui. Na, dann gehen wir da mal weg. Dann gehen wir da mal weg. So, und bitte als Kampfmodus. Gefahr. Ah, nicht, das meinte ich nicht. Geduckt. Wollen ducken. Wir wollen diesem Panzer doch aus dem Weg gehen. Ja, ich höre ihn schon. Hört sich nicht gesund an, in den reinzurennen. Und hier diesen Ort will ich eigentlich auch durchsuchen, wo wir gerade sind. Auch wenn da jetzt erstmal da ein Panzer kommt. Haben wir ein Fernglas? Ja, sehr gut, sehr gut. Also, da kommt ein Panzer hierher. Aber das sollte uns jetzt im Wald nicht sehen. Außer er hat ein Wärmesuchgerät. Aber das würde mich wundern bei der Ausstattung. So, wir hören ihn. Also. Hier ist diese Ortschaft. Da ist es doch kein... Ist das ein Panzer oder ist das ein... 10 o'clock, enemy, BMP, genau, ein 200. BMP. Der hat kein Licht an. Ui. Die steigen aus und patrouillieren hier. Das bedeutet für uns, dass hier wahrscheinlich keine Schilka ist. Warum sollte man eine Schilka nämlich hier unbewacht stehen lassen? Das macht keinen Sinn. Also können wir weiter. Also ignorieren hier. Gucken wir mal als nächstes. Dazu, hier haben wir den Höhenzug. Ich mache mal das kleiner. Da haben wir vielleicht Überblick. Können mal aufstehen. Okay, ah, doch wieder ducken. Und dann zum Gucken. Was ist da? Da ist ein Lagerfeuer. Da ist eine. Wir gucken gerade in diese Richtung. Das muss ungefähr... Ich vermute, hier sein irgendwo. Hat er sich jetzt gemerkt? Nee. Sind zu weit weg. Dann gehen wir mal da vorsichtig hin. Okay, da ist die Straße. Okay, es ist hier. Wir haben eine. This is Alpha 1. We see a Shilka sitting pretty at Grid Delta Golf 73. Sehr schön. Das Spiel hat auch schon gespeichert. Das ist lustigerweise die dritte. Also wieder. Hier ist gar nichts.
So sehen wir auch nicht so viel. Wie ist der Höhenzug? Gut, das kann hier überall sein. 40, 85. Da können wir vielleicht was sehen. Dann gucken wir mal erstmal kurz wieder. Ja, da ist dieses große Feldlager. Komm, Kampfmodus. Aufstehen und... Nein, nicht Formation, sondern... Was? Einfach weißer. Da ist der Mond. Da sind Ruinen. Die können wir hier hoch. Können wir so diese Runde drehen und das ganze Gelände absuchen. So, wir hören wieder den BMP. Die kommen, sehr gut. Ich höre sogar Frösche. Ha. Witzig sind wir. Ja, wir sind jetzt stehend. Aber das ist okay. Okay. Hier ist auf jeden Fall ein Wachposten. Den wollen wir mal so linksrum angehen. Und gucken, was das ist. Dafür wieder gucken. Beziehungsweise Gefahr. Ja. Ah, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja. Okay. Nee, 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 nee. Komm, geht auf. Weg. Los geht's, ganz vorsichtig. Okay, gut. Hier ist keine Schilka. Da ist eine Patrouille. Und... Da war eine Patrouille. Wir müssen jetzt die Straße queren und hier hoch auf die Höhe 85 Meter. Hier ist natürlich jetzt nichts. Unsere Kameraden kommen auch. Das ist die Straße. So. Wunderbar. Die stehen jetzt hier natürlich, beziehungsweise liegen sehr auffällig, aber passt schon. Und dort oben hoffe ich mir jetzt ein bisschen besseren Überblick. Wir haben hier keine Höhenangaben mehr. Müssen wir einfach ohne Karte dann lösen. Mal, was sehen wir denn da? Ist das noch... Das müsste, glaube ich, dieselbe Schilka sein, genau. Dann gucken wir mal ein bisschen hoch. Und schön, schön vorwärts. Und vorsichtig sein, denn die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Weil wir schon fast die Höhe haben, gucken wir hier oben sicherheitshalber doch nochmal. Es zählt nämlich streng genommen auch noch zum Einsatzgebiet. Nicht, dass sie hier... Ich vermute es zwar nicht, aber dann doch eine Schilka versteckt. Nee, scheint nicht so zu sein. Oh, sieht man das auf... Total, okay. Das hat man jetzt wirklich nicht so gut gesehen. Da wird keine Schilka sein. Nee, das würde nicht passen zu diesem Game Design, würde ich sagen. Also. Wir sehen nichts. Es ist alles schön dunkel.
Unsere Kollegen folgen uns. Wir hören Bewegung. Hier. Oh, da sind wir noch ein Stück weit weg. Mal ein bisschen beschleunigen. Und jetzt können wir gleich nochmal einen Blick erhaschen, hoffentlich. Also. Da waren wir ja. Da war eine Schilka, definitiv. Ja, genau. Was haben wir gesehen? Da oben, da wird wohl sehr wahrscheinlich gar nichts sein. Ah, und da wird bestimmt was sein. Dann hier doch. Wo wird die dritte sein? Das frage ich mich jetzt gerade so ein bisschen. Oh, und die kommen auch hinterher. Sehr schön. Ui, ui, ui. Die Eule war aber laut. Genau. Dann gucken wir mal in die Richtung, was wir da sehen können. Und ein bisschen schneller laufen, schadet auch nicht. Die Schilka ist auch nicht besetzt, wenn ich das richtig auf der Karte deute. Also das Blaue, ist das jemand oder ist das... Okay, das war ein Busch, beziehungsweise ein kleines Tannenbäumchen. Das ist halt so manchmal an der... beim Rendern. So, hier können wir diese Höhe hier nutzen, wenn wir da hier hochgehen. Man hört den Puls unseres Charakters natürlich ganz schön. Die sind anstrengend, was irgendwie logisch ist. Wir stehen mal auf. Ne, bringt auch nichts. Man hört immer noch die Fahrzeuge. Ist eine sehr ruhige Mission, aber es ist super in diesem Mix der Missionen, dass auch mal sowas dabei ist. Einfach entspannt die Gegend absuchen. Wenn auch der Schwierigkeitsgrad ein bisschen meiner Meinung nach, so jetzt mein Zwischenfazit in dieser Mission jetzt, schon stark variiert. Aber hey. Das war halt früher so, ne? Oh ja, okay, da ist einer. Papa Bear, this is Alpha 1. You can stick a pin in your map at Grid Echo Bravo 73. So. Der Tipp war... dass wir die Stützpunkte durchsuchen. Entweder hier hinten oder hier. Wo ist die dritte Schilka? Man hat viel Bewegung. Also richtig... Oh! Ich glaube... da könnte sie sein. Da ist ein Feuer. Mal aufstehen. Ah, wir haben's. Alpha 1, to Papa Bear. There's a big fat Schilka at Grid Echo Alpha 75. Sehr gut. Das heißt, wir müssen jetzt in Anführungsstrichen nur die Straße queren und abhauen. Das so ohne Verluste. So, jetzt vorsichtig sein. Wir wollen doch nicht in eine Patrouille reinlaufen. Die sind noch weit weg. Da ist nichts. Schnell weg hier. Und unsere Jungs auch mitnehmen gleich. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Oh, Eddies. Schnell, schnell, Jungs. So, und jetzt bitte wieder nicht feuern. Kommen die? Ja, kommt. Jungs, kommt. Roger. Wir haben unser Ziel eigentlich erreicht. Jetzt nur schnell zum Treffpunkt und weg hier.
ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht hier in der Patrouille laufen. Da kommen unsere Kollegen. Sehr gut. So. Warum höre ich hier ein... Man wird schon paranoid, wenn man die Gegner hört, die Fahrzeuge. Hier ist Watt. Oder? Nee, das ist Sand. Okay, das sah gerade aus wie so Wattlandschaft. Dann gehen wir an diesen Ausläufer hier und verschwinden. Ja gut, die kommen auch. Dann stehen wir jetzt auch auf und rennen normal zum Ziel. Es klappt auch wunderbar und schickt das Boot los. This is Alpha One. We're at the evac point. Can someone come and pick us up? Over. That's a roger, Alpha One. Hold your position. Swordfish 3 is returning for you now. Papa Bear, out. Sehr fein. Rückwärtige Sicherung. Das ist doch auch wieder so ein Pixel, der mich irritiert hat. Gut. Schön. Kurzweilig. So, jetzt müssen wir doch nur noch auf das Boot warten, oder? Plan. Ja. Kommt das jetzt? Hallo? Hm. Habe ich da Bewegung gesehen? Nee. Ich klick mal. Jetzt können wir es ja. Ah, da kommt was. Da kommt es. Da kommt unser Taxi. Da ist es doch. Machen wir ein bisschen schneller. Jetzt passiert ja normal nichts mehr Wildes. Okay, wilder, dass wir. Ja, logisch. Der will, dass wir dahin schwimmen, oder? Da kommt er noch näher. So. Ernsthaft, der fährt da. Gut. Leute. Oh, board ship. Roger. Kommt schon, kommt schon. Okay, die Sequenz. Wir haben unsere Leute zurückgelassen. Okay. Ja. Das ist doch mal nett. Egal, der Chef hat's ja geschafft. Er ist ja ein guter Fährmann. Egal. Sehr gut, Major Gostowski. Ja, wer denn sonst? Die anderen zwei sind ja nicht dabei. Wir waren uns sicher, dass es drei Schilkas gibt. Und wir hatten recht. Wir kennen nun die exakten Positionen und können sie direkt vor dem Angriff dorthin schicken, um sie zu zerstören. Danke! Jetzt zählt's uns zwei Soldaten als Verlust, weil der Fährmann abgehauen ist, ohne auf die zu warten. Also wenn ich auf Punkte spielen würde, würde mich das jetzt richtig massiv ärgern. Aber okay, bis zum nächsten Mal.